Das rote Gold aus Bayern. So wurde die Traktormarke Güldner in den 1960er Jahren genannt. Doch der Grundstein des Erfolges wurde viel früher gelegt. Hier in Aschaffenburg, dort wo heute die Firma Linde Stapler baut, nahm 1938 alles seinen Lauf. Güldner produzierte hier bereits seit 1906 Motoren. Doch erst kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges ging der erste Güldner Traktor vom Band. Der A20 Blockbauschlepper. Ein erfolgreicher Start für die A-Reihe von Güldner. Ein weiterer Meilenstein kam dann 1958, als die bisher lose Zusammenarbeit zwischen Fahr und Güldner mit der erfolgreichen Europa-Reihe vertraglich besiegelt wurde. Im Jahr 1963 dann stellte Güldner die neuen Schlepper der G-Reihe vor. Als erstes äußerliches Merkmal waren nun durchweg alle Traktoren rot. 1969 musste die Schlepperproduktion bei Güldner eingestellt werden. Doch die Erfolgsmarke Güldner ist nach wie vor ein gewichtiger Name und hat bis heute viele Anhänger und Liebhaber.